Okay. Wir Roderick besprechen und hier jetzt den Plan Tiberius. und sehen dann, Roderick. oh, dann. Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Kolonie. Heute die sechste Folge Minecraft Kolonie. Und was haben wir heute vor? Nicht alleine, sondern mit Fabian. Was haben wir heute vor? Danke, dass du mich vergessen hast. Wir wollen hier heute einmal uns mit Tiberius bei Rorik treffen. Und wir haben uns jetzt entschieden, ihn so ein bisschen, ich sag mal, zu verarschen. Ja. Und zwar, wir sagen, dass wir für ihn dieses Dorfstadtteil auf dieser Insel hier bauen. Und dann werden wir ihn später einfach los, sobald wir das hier gebaut haben. Ja, wäre ich auch für. Weil irgendwie ist das schon ziemlich verarsche. Genau. Denn eigentlich haben wir ja hier vorgehabt, eine Kolonie zu bauen und nicht dieser andere komische, ja, Tiberius-Typ. Also die Römer, genau. Ich würde sagen, wir gehen da mal schon mal in Richtung von Brodericks Haus. Und, Oh! Was? Tony? Ja, wo bist du? Oh. Hier, oh hier. Mein Gott, was ist das? Warum ist da auf einmal... Oh mein Gott, siehst du das? Das sind Leute. Sind das Römer? Ich glaube, ja. Die schauen uns an. Ich glaube, Hallo? Okay, die haben Waffen. Ich würde sagen, wir halten mal Abstand. Ich glaube, das ist das... Wollen wir mal außen rum gehen irgendwie? Gucken? Ich meine, da sind ein paar... Oh, scheiße. Da sind ein paar... Zelte, ja. Könnte mal gucken, ob man hier irgendwie reinkommt. Dann ist sogar ein Pferd und eine Spinne. Okay. Sehr gerechte Tierhaltung. Tja. Hier ist ein Creeper. Okay, da hinten scheint irgendwie ein Eingang. Guck mal, diese Wachen am Eingang. Ja, der Creeper bewacht diesen Geheimeingang. Okay. Ich glaube, hier kann man sogar drunter mit der 1.14. Ja, sehr gut. Okay, okay. Was zum Teufel? Warum sind hier 50.000 Zelte und Weizen? Pass auf, dein Soldat, ne? Ja, ich versuche hier drum herum zu laufen. Oh mein Gott, hier sind sogar Betten drin. Also in jedem Zelt schlafen mindestens zwei Leute. Also, ich denke mal. Hier sind zwei Spinnen, oh mein Gott. Scheiße. Okay, okay. Gut. Hier ist ein Pferd. Ich würde sagen, das lassen wir einfach mal hier. Pass auf, den Soldat da, ne? Ja, ich glaube, das sieht uns nicht. Woanders ist das Uhr. Hier ist eine Kiste. Goldene Horsharnisch. Goldener Horsharnisch. 24 Weizen, 2 Brot. Sollen wir das nehmen? Horsharnisch. Also. Ja, die Kiste mitnehmen. Truhe ist verschwunden. Aus genau. Gründen. Genau. Die war nie leer, sie ist einfach komplett weg. Okay, ich würde sagen, genau. wir gehen wieder raus, oder? Aus diesem. Ja, Camp. Ja, ist mir lieber. Hier. Ja. Okay, die haben uns hoffentlich nicht gesehen. In den Anzeigen waren aber auch nicht. Ja, schätze mal, sonst wäre die hergekommen, ne? Ja, und das Schiff ist immer noch da. Das heißt, die sind wahrscheinlich auch noch dabei zu bauen. Also, ich keine Ahnung, die haben es mega schnell gebaut hier. Also, für einen Tag ist das schon relativ viel. Warum sind hier so viele Zombies? Pass auf. Vergiften oh mein Gott. Römer. Also, die Römer haben sie vergiftet. Nee, nicht die Zombies, die Römer. Oh mein Gott, da! Oh. Hallo? Hallo? Könnten wir uns bitte von hier runter bewegen? Ja, genau, deswegen. Was ist das denn? Essen. Mit Stacheln. Dreh da unten, da. Genau. Oh mein Gott, was ist das? Ah! Hilfe! Haben Sie probiert? Schmeckt's gut? Ja. Okay, dürfen Sie behalten. Die zwei oder drei. Okay, könnten wir irgendwo hingehen, wo eine freie Fläche ist, vielleicht? Weil. Naja, irgendwie. Oder lass uns hier vorne hingehen, okay? Auch, also hier. Ich gehe bestimmt nicht da rein, da sind zwei Damen mit Angst. Nein, die machen nichts. Okay, wir gehen einfach mal rein. Okay. Also wie Sie sehen, sind wir eine friedliche Kolonie. Ja. Friedlich. Ja, also wie Sie sehen, hier gibt es auch Zelte und Lager. Das ist ja Ferdinand.
Okay, sehr interessant. Also, ich hätte noch eine Frage. Beziehungsweise, ich würde gerne einmal sagen, dass wir das Dorf bauen. Okay, wir sind damit einverstanden. Und wie sieht's denn mit den Baukosten aus? Übernehmen Sie die? Eigentlich nicht. Was heißt denn ja eigentlich nicht? Wir bauen für Sie das auf. Warum? Ja, weil... Ja, dürften Sie aber nicht sowas wie eine Villa oder einen Palast erwarten, ne? Mit den 5 Bäumen, die hier auf dieser Insel sind. Doch, eigentlich schon, weil wir haben halt ja die Gerichtsvollziehung, also... Okay. Ja. Ah, okay, ja. Okay, wir bauen das Dorf, so gut wir können. Ja. Wir brauchen dafür so ungefähr geschätzte Bauzeit 1 bis 2 Jahre. 1 bis 2 Jahre? Naja, für so eine Kleinstadt schon, ja. Kleinstadt? Für eine Kleinstadt dauert das 1 bis 2 Jahre. Wir sind nur zu zweit hier, okay? Das soll ein ganzes Kaiserreich werden. Ja, also tut mir leid. Da müssen Sie uns mehr Ressourcen geben. Wir sind hier zu zweit. Dann brauchen wir mehr Leute oder mehr Ressourcen. Eins von beiden. Ja. Im besten Fall beides. Ja, das sind Soldaten. Die sind nicht ausgebildet, um irgendwas zu bauen. Doch, doch. Zum Beispiel er hier. Okay, sagen wir mal, wir würden Ihre 3 Soldaten dazu nehmen. Dann beschränkt sich das vielleicht nicht mal auf 2 Jahre, dann würde sich es von 1 bis 1,5 Jahre schätzen. Ja, dann brauchen wir Roderick und 5 Legionen. Dann geht das schon. Also ich verspreche Ihnen, Sie können uns so viele Leute, wie Sie wollen, uns schicken. Allerdings, wenn wir ein Kaiserreich da ausbauen sollen, brauchen wir wirklich schon die komplette Besatzung dieses Schiffes, um innerhalb von 1/2 Jahr fertig zu werden. Ja, wenn hier 500 Leute aufs Feld draufpassen, dann ja. Naja, wir müssen ein bisschen hochbauen, dann klappt das schon. Also in diesem Schiff passen so um die 500 Leute plus Sklaven. Ja, 500 Leute, dann wären wir so 1/2 Jahr fertig. Das wäre gut. Ich nehme aber nicht an, dass sie uns 500 Leute geben. Doch, wenn es sein muss. Ja? Ja. Okay, ja, dann könnten wir so 1/2 Jahr fertig sein. Finde ich gut. Oh. Und das könnt ihr einfach so selber entscheiden, ohne dass ihr da mit einem Kaiser oder was auch immer bei ihnen für eine Regierungsform herrscht, besprechen müssen. Dieses Blatt Papier, das klärt das schon. Okay. Dieses Blatt Papier. Okay. Dieses Blatt Papier ist eigentlich das Mächtigste, was es gerade so gibt. Okay, das finde ich sehr gut. Ich würde sagen, dass wir denn uns hier wieder verziehen und wieder zu unserem Haus gehen. Zu unserem schlafen gehen ist jetzt auch ein bisschen vorbei. Diese Nacht war sehr lang. Ich schaue mir hier die Insel nach ein bisschen an. Genau, machen Sie das mal, okay. Tiberius, und dann sehen wir uns das bestimmt schon wieder. Ein paar Markierungen. Okay, viel Spaß Ihnen noch beim Erkunden. Genau, wir gehen jetzt. So, diese Säule hier vorne? Das ist eine Markierung. So eine Burg oder eine Festung, sowas. So ein Stadtzentrum praktisch. Also, eine Festung? Ja, auf dem, Festung, auf Burg. Dem Grundstück. Hier drauf soll so eine Festung, so eine Burg sein. So. Ja, das geht. Wo nur nicht. Die wichtigsten Leute hinkommen. Nee. Wie bitte? Also, wollen Sie keinen Schutz haben? Wollen Sie in so einen normalen Dorfbewohnerhaus rein? Nein, Schutz wird da vorne schon gebaut. Das Lager wird noch erweitert. Das Lager wird aber, glaube ich, nicht ausreichen. Das ist ein fucking Lager im Gegensatz zu einer Burg, ist das, glaube ich, nichts. Dann erwarte ich, dass diese Burg ein paar Tage steht. Wenn Sie mit den 500 Leuten hier ankommen, dann können wir das hinkriegen. Ja. Ja. Müsste ich über die nächste Nacht dann klären. Okay, finde ich sehr gut. Zufälligerweise eine Flasche und eine Brieftaube? Nein. Ja. Eine alte Flasche? Eine alte Flasche steht vor mir. Das ist ein Goldklumpen. Ich brauchte einen Brief und eine Brieftaube. Ja, gehen Sie damit einen Brief und eine Brieftaube kaufen. Hier, wissen Sie was? Hier, können Sie einen Brief und eine Brieftaube kaufen. Ist ein Händler irgendwo in der Nähe? Ich habe 2 gekillt. Es ist wirklich so. Ich weiß nicht, ob hier noch ein dritter herkommt. Wohnt hier Ureinwohner, oder? Sozusagen, ja.
Ja, möglicherweise. Ich Lamas. Weiß nicht, woher die kamen. Lama-Ureinwohner. Hier vorne ist, was ist das hier vorne für ein fernes Land? Das sind unsere Häuser. Häuser? Hier, auf dem Grundstück. Ja. Ich kann mal eben nach einer Flasche gucken, vielleicht habe ich eine zu Hause. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss. Ich hatte rein zufällig tatsächlich noch eine Flasche da. Hier, bitte. Dankeschön. Dann werde ich mich mal auf den Weg machen. Also ich schätze, ich hoffe mal, dass sie müssen irgendein. Vielleicht hat ja irgendeiner ihrer Soldaten noch so einen Vogel. Ja, ja. Mitgebracht. Es reicht noch eigentlich ein Blatt Papier und dann schicke ich das so rüber. Ja, das Blatt Papier, ich weiß nicht, werden sie wahrscheinlich irgendwo haben, ne? Hoffe ich mal. Ja, ja. Irgendwo. Ja, sonst ganz schön arm. Okay, dann. Ja, dann viel Spaß Ihnen noch mit Ihrem kleinen Camp und dann mit dem kleinen Lager und dann sehen wir uns. Ich hoffe, bestimmt. Sie bauen dann die Burg demnächst auf. Natürlich. Ja. Ja. Wir ja ein bisschen mehr Unterschlupf haben für die 500 Mann. Ja, klar. Ja. In der Burg werden nicht 500 Mann reinpassen, allerdings gibt es dort den, ne? Alternativen. Ja. Genau. Okay, dann würde ich sagen, Ihnen noch einen sehr, sehr schönen restlichen Tag. Ja. Tschüss. Tschüss. Fabian? Ja? Hast du gehört, was er eben gesagt hat? Er hatte gesagt, das Papier ist eines der wichtigsten Objekte. Weißt du? Ja, wir müssen das unbedingt klauen. Wir müssen das klauen, ja. Und wenn wir das haben, dann könnten wir, dann hat er nicht mehr das Recht zu sagen, dass jetzt hier eine Kolonie entstehen kann. Er hatte auch keine Beweise mehr. Das müssen wir in der nächsten Folge unbedingt machen. Seid dabei, wenn wir das legendäre Gerichtsvollziehungspapier klauen. Wir ersetzen das Papier durch ein anderes Papier. Weißt du noch, was drauf stand? Ja, wir können da versuchen, das eine Kopie von zu erstellen. Und dann werden wir eine gefälschte Version darauf machen. Werden wir irgendwas, was völliger Schwachsinn ist, draufschreiben. Also nur so eine. So was, dass sich irgendwie die Gerichtsvollziehung ändern oder so. Ja, genau. Übrigens, ich habe mir hier so ein Schild hingepackt, damit jeder weiß, dass ich bin. Und ja. Dann, falls du was haben möchtest. Falls du da was reinpacken musst. Ne? Oh, ich bekomme Brot geschenkt. Genau. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft Colony. Bewertet das Video, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren für mehr Minecraft Colony. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Oh.